Hallo und herzlich willkommen zu Alice Madness Returns, Folge 25. Yeah. Nun, ich würde sagen, wir holen uns erstmal, weil sie mir einfach tierisch auf den Geist geht, gerade die Schnauze. Und dann schauen wir weiter, was passiert. Ein Picknickkorb, das ist super. Den können wir gerade gut brauchen, weil da sind ja auch mal Goldzähnchen drin. Ja, doch, ich glaube, das könnte jetzt noch was werden vorher mit dem... Ich drücke immer die falsche Taste. Ich will auf die 1 drücken, um auf mein Steckenpferd zu wechseln, aber ich drücke dann immer... So. 5 noch, 5. War doch noch irgendwo so eine Kiste. Kiste! Da hinten ist die Kiste, wo noch die Flasche ist. Haha! So, mal schnell den Wurmblatt machen. Das einsammeln. Ja, ich werde es gleich aufwerten. Ich will jetzt bloß schnell gucken, ob hier noch irgendwelche anderen Kisten sind. Die ich on the way noch schnell aufmachen kann. Da geht's zur ersten Pfeife. Da geht's zur zweiten Pfeife. Hier noch irgendwelche Kisten, Kisten, Kisten. Da geht's nachher weiter, denke ich. Hier mal, da geht's zur dritten. Gut, dann werden wir jetzt mal ganz fix... Das Skript vom Oktopus wird's tun. Vielen Dank auch an diesen Säufer. Aber du musst noch für die melogetöse Showmusik sorgen und unsere geschmackvollen Künstler einsammeln. Zimmermann. Ja, das machen wir gleich. Jetzt werden wir erstmal unser Steckenpferd auf. Schick. Ja, doch, das gefällt. Das gefällt. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal aufgewertet, dann hängt das nicht egal so weit zurück. Wie schaut das aus? Ui, ja. Schnieke mit brennenden Augen, das ist schön. Das ist doch mal schön. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns einfach einen Eingang aus. Die rote Tröte wird es werden und schauen einfach mal, was passiert. Okay, da ist eingesudelt, klar, logisch. Die Tür ist zu. Auch logisch. Na dann, auf geht's in die Arena. Na? Was kommt? Ja, nö, ist klar. So, ich muss jetzt erstmal hier irgendwas anvisieren, was mir gerade tierisch auf den Geist geht. So, erstmal auf dich hauen. Was war denn das gerade? So. Dann werden wir weiter auf dich ballern. Einfach, weil du mir gerade am allermeisten auf den Geist gehst. So langsam wird das doch einigermaßen was. Das war das dritte Gesicht. Und das ist dann immer so die Momente, wo ich mir denke, warum hast du denn jetzt nicht mehr ein Target, Alice? So. Ah, und jetzt hat sich Alice wieder irgendwo festgepackt. Muss das denn sein? Boah, du scheiß Fisch, geh mir aus der Sicht, ey. Hallo? Jetzt hat sie ihn schon wieder nicht ausgewählt. Bitte mal das Target wechseln, danke. Ah ja. Ah, so, jetzt aber. So. Dankeschön. War's das jetzt gewesen? Danke. Schon das Leben einsammeln, das kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Gut, way! Das erste ist platt im Berserker-Modus. War ja logisch, dass wir es ohne nicht schaffen. Nein, eigentlich war es gar nicht so logisch. Ah. Nun gut. Willst du was sagen, Fisch? Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt. Bedeutet mir Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten.
Was? Arbeiten? Und dann noch ordentlich? So, was denkst du? Ich meine, Entschuldigung. Da redest du mit dem Falschen, wenn du ordentliche Arbeit willst. Mit der falschen Person. Wir gehen durch. Die Tür gibt es gleich wieder zugehen. Geh zu, Tür. Geh zu. Da ist sie zu. Und auf geht's nach oben. Wir haben wieder ein C zum Gucken, gucken. Jo. Die Tröten wieder eingeschleimt. Das heißt, es wird wieder Gegner geben. Hau drauf und hau drauf. So ein bisschen Leben noch mitnehmen vorher. Das ist ganz praktisch. So, da war auch nichts mehr, was wir noch irgendwie hätten. Da müssen wir drüber springen. Na, was kommt jetzt? Erstmal. Nein, nein. Nein. Das war komplett falsch. So, mal schnell hier der Krabbe auf. Ja. Ein anderes Target, Alice. Die Krabbe machen wir zum Schluss. Jo. Ach, das ist ja noch ein kleines Scheißele. Da werden es immer mehr. So, Leben einsammeln, Alice, Leben einsammeln, das werden immer mehr. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na schnell, nein, 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 nein. Target wechseln. Hier auf die Lumpe hauen. Na, jetzt komm. Alice? Irgendwie funktioniert das nicht. Jetzt sind wir platt. Yay, wir sind platt. Das war so nicht geplant. Aber Alice hat auch gerade nicht das gemacht. Sie hat angezeigt, sie kann im Berserker-Modus. Ich habe Enter gedrückt, sie ist aber nicht im Berserker-Modus. Warum ist sie nicht im Berserker-Modus? Keine Ahnung, weiß keine Sau. Okay, dann müssen wir mit der großen Keule kommen. Ja, danke, das kennen wir schon. Ja, wissen wir. Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Nee, ich hätte gern ein bisschen Leben, aber das ist hier auch nicht drin, war. Na, supi. Das ist ziemlich eklig, weil mit bloß so halbherzigen Leben ins Gefecht gehen ist ein bisschen doof. So, mal schon auf die Klinge wechseln. Überspringen. Jo, wissen wir auch, dankeschön. Müssen wir bitte irgendwie. Dann vielleicht nicht gleich die Krabbe. Gib mir ein Target, komm schon. Das ist noch gleich sowas. Jo. Ich würde gern. Darf ich mal? Danke. So, einmal zum Rundumschlag ausholen. Herzen einsammeln. Zack. Und jetzt kommst noch. Ja, ja, du kommst auch noch dran. So. Jetzt aber. Kommen Sie mit Berserker-Modus, funktioniert das doch alles. Ha. Pam. Gut. Cool. Zacki, zacki, wacki, wacki. Davon. Und bam. Die zweite Tröte ist frei. Alles schön und gut, aber meine Stimmgewalt braucht ein ganzes Orchester. Aber meine Stimmgewalt braucht ein ganzes Orchester. Ich glaube, deine Stimme wird nicht besser durch das Orchester. Aber gut, was soll's.
Letztes Tröd. Ja. Hier platt hauen. Zack, platt hauen. Kein Leben drin gewesen? Nein, nicht. Ich blöd. Gut, ja, C brauchen wir nicht. Wir sehen schon da vorne, das Trommelgetromse ist verstopft. Dezent. Nun gut, was kommt jetzt? Okay. Jo. Können wir. Das geht so, das kriegen wir so gebacken. So, zack, 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 hau drauf, Alice. Dankeschön. Jetzt hat's kurz gehängt. Gehangen. So, magst du? Dankeschön. Warum, Alice, warum backst du dich jetzt an diesen blöden Fischen fest? Ah, nicht ausweichen. Auch gut. So. Jetzt halt, hau die Fische zu Brei, Alice. Hau die Fische zu Brei. Da vorne ist noch ein Leben. Das nimmst du dir mal bitte mit. Das wäre ganz fertig. So. Und Fisch Nummer. Letzter. Yo. Weiß noch mehr. Ist okay. Zack. Pams. Na, jetzt komm schon. Also, geht doch. Ich war ja jetzt nicht so schwer, ne? Würde ich mal sagen. Das ging eigentlich ganz gut. Außer, dass sich Alice an den Fischen festgepackt hat. Tom, 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 trommelde, bommelde. Bommelde, trommelde. Trommelde, bommelde, 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 trommelde. Ja. Es gibt ein Problem. Ich finde den Takt für die Noten nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Matt? Bist du bereit? Nein. Okay, okay, Moment. Stopp. Ja. Oh, bei solchen Dingen muss man sich immer so konzentrieren. Okay, nochmal. Versuchen wir es einfach nochmal. Zack, zack. Zack, zack, runter, rüber. Okay, wupp. Hoch, hoch, Seite, runter, zack, also. Nein, ich hab den Ton ich hab ihn nicht erwischt. Sondern immer noch mal komplett von vorne anfangen muss. Hoch, runter, Seite, andere Seite, Seite, runter, rüber. Hoch, hoch, Seite, runter, Seite, 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 hoch, runter, hoch. Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich. Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit. Es ist eine aufregende Neuigkeit, dass ihre schlechten Leistungen durch deine super tolle Musik kompensiert werden. Fischi macht sie aus dem Staub. Tschüss, Fischi. War nicht schön mit dir. Du warst ein bisschen nervig. Und nur ein bisschen. Und singst schief. Nun gut. Es geht weiter, ne? Es geht weiter. Wir sind noch nicht am Ende. So, Tür geht gleich wieder zu wahrscheinlich. Geht zu. Ja. Da ist sogar eine doppelte Tür. Ist hier irgendetwas? Gut, da vorne ist eine Erinnerung. Das wird wieder super witzig. Nicht bis zur Unendlichkeit verraten. Nein, es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Ja, es ist meistens der Rauch und nicht das Feuer. Aber wir sind aus dem Ding rausgekommen! Yay! Obwohl wir was aktivieren mussten. Ist das nicht cool? Ich finde das cool. Ich finde das mega. Was ist da angezeichnet? Ach, da geht's zur Erinnerung. Ja, das wissen wir. Da geht's zur... Was bist denn du? Was auch immer du bist, zu den Hauptdarstellern, die ja sowohl geschmackvoll
Schmackerbackback. Sind, ne, laut Zimmermann. Ich wechsle mal wieder auf die Klinge, die ist mir lieber. Ja, Grinsekatze, gleich. Gleich darfst du mich mit deinen schlauen... Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Wir dürfen jetzt Austern aufwecken. Gut, naja, dann wollen wir das doch mal tun. Wir wollen das bloß erstmal vorher hier. So. Da ist noch was. Da geht es noch zu einer heile Pflanze und zu unsichtbaren Platz. Ein Rodularaum. Schön. Erstmal aufheilen. Bevor wir in den Rodularaum gehen. Jetzt hätte ich mich natürlich nicht ganz aufgehalten. Ich bin so bescheuert. Ich sage extra noch aufheilen, aber heile mich dann nicht ganz auf. Yeah, nun, was soll's. Zack, nach da oben. So. Aber ich würde sagen, was im Rodularaum ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Alice Madness Returns. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend und man sieht sich dann. Tschüss.